Burger und Salate am Teller, Sprudelwasser im Glas und das unter freiem Himmel. Die Gastgartensaison ist wieder eröffnet. Damit die auch bei jedem Wetter funktioniert, gibt's im Bergwerk quasi ein neues Dach überm Kopf. Weil es war immer eine gewisse Schwierigkeit auch für die Kölner, wenn es dann das Regen angefangen hat, dann ist immer Chaos ausgebrochen, alle Leute sind reingerannt und jetzt haben wir gesagt, wir wollen einmal eine Teilüberdachung vom Gastgarten, wollen einmal schauen, wie das funktioniert und wollen es natürlich auch ein bisschen originell gestalten. Außen jetzt bunt und lieblich, innen Industriestyle. Der Burger, hier eine der beliebtesten Speisen. Trotzdem werden zum Sommerstart die Kalorien auf der Speisekarte wieder reduziert. Bei der Speisekarte ist natürlich wieder alles leicht und locker und flockig. Viel Salat. Jetzt nächstes Monat natürlich zerspargeln wir uns wieder im Bergwerk für die Gäste. Bevor sie sich aber zerspargeln, wird gefeiert. Bei vielen mit dem beliebtesten Longdrink der Österreicher, dem Spritzer. Gurke, Veilchen, Rot oder Weiß. Sie hat ihren Favoriten schon gefunden. Da ist Himbeer, Lillet, alles ein bisschen drinnen und da ist ziemlich sommerlich und fruchtig frisch. Sommerlich, fruchtig, frisch und jetzt auch noch eisig. Zum Opening gibt's einen Abend lang sogar eine eigene Spritzer-Eissorte. Anstoßen also nicht mit dem Glas, sondern mit der Waffel. Der ist voll gut. Also wirklich sehr empfehlenswert. Muss man probieren. Würdest du noch statt einen Spritzer trinken, weil ein bisschen Alk ist ja auch drinnen? Nein, beides. Also nacheinander? Genau. Wie hat er dir geschmeckt, dein Spritzer in Eisform? Ja, war recht gut, muss ich sagen, ja. Ob im Glas oder als Eis, die Vorfreude auf lange Sommernächte ist groß. Ja, voll super, dass wir das jetzt wieder genießen können, ohne Maske und frei sein. Ich merke in vielen Gesprächen, dass die Leute wahnsinnig Sehnsucht haben, danach sich auszutauschen, gemeinsam was zu unternehmen, unkompliziert ratschen. Und das unter freiem Himmel. Die Gastgartensaison ist in diesem Lokal damit eröffnet.